in die Sendung des Mannes, der jetzt, und das ist für mich eine ganz große Freude, zu uns kommt, hätte er trotzdem nicht reingedurft, weil da musste man nicht Klavier spielen können, ein bisschen schmalzig gucken konnte man schon, aber man musste singen, und zwar live singen. Das war sozusagen Artikel 1 des musikalischen Grundgesetzes in dieser Sendung. Eine Sendung, die unsere Musikgeschichte mitgeprägt hat. Und dieser Mann steht für diese Sendung wie kein anderer. Ist länger nicht im Fernsehen gewesen und es ist eine ganz große Freude, dass er heute Abend hier ist. Herzlich willkommen, Dieter Thomas Heck. Du bist ein toller Bier, ne? Toll! Danke, meine Damen und Herren. Dankeschön, liebe Freunde. Dankeschön, liebe Nachbarn. Wie lange habe ich hier gewohnt? Um die Ecke rum. Schön, dass Sie da sind. Wo ist der? Bitte. Ja, ich danke dir. Ja, ich merke schon, ich kann jetzt eigentlich gehen. Ja. Vanessa May, Dieter Thomas Heck, Thomas Hermanns. Komm mit mir rum. Ah. Ah. Das tut aber gut, ne? Ist nicht so schlecht. Also ich bin ganz, ganz gerührt. Es fehlen mir echt die Worte und das kommt eigentlich selten bei mir vor. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, die Leute freuen sich, dass du da bist. Anders kann man es nicht übersetzen. Danke. Ja? Dieter. Dankeschön, meine Damen und Herren. Danke. Dieter, ihr habt euch die Sendung damals ausgedacht. Das war Trupp Brands, der Regisseur. Der kam mit der Idee und sagte, ich höre von dir immer eine Sendung, die deutsche Schlagerparade. Das müsste man im Fernsehen machen. Im Saarländischen Rundfunk war das? Ja. Da warst du Radiomoderator? Ja, als Rundfunkmann. Und bis dahin, das muss man vielleicht noch mal sagen, waren Musiksendungen im Fernsehen vor schwerem Samtvorhang in Theatern aufgezeichnet. Und dann kam auf einmal diese völlig neue Sendung. Das Publikum saß drumherum, die Künstler saßen im Publikum. Es war auf einmal alles anders. Ja, es war eine tolle Idee, die da kam und die ist auch wirklich groß angekommen. Ja. Ich kann mich gar nicht beruhigen, ich bin immer noch am Flattern innerlich. Weil du froh bist. Ja, ja, und wir sind auch froh. Natürlich. 183 Mal hat es die Hitparade gegeben, außergewöhnliche Momente. Die wird jetzt ja wiederholt, jeden Tag. Ja. Und es ist plötzlich eine Sendung, die im Programm läuft und eine Kultursendung ist. Ja, so ist das jetzt alles bei ZDF Kultur. Man muss nur warten. Dann ist man Kultur. Ja. Und wenn irgendwann der Sender ZDF Hochkultur gegründet wird, dann wird die da auch noch wiederholt. Nein, also... Außergewöhnliche Karrieren sind gestartet in der Hitparade. Haben die Künstler eigentlich manchmal versucht, mit Tricks da reinzukommen? Weil man wusste ja, das war die Nummer. Natürlich haben sie das versucht. Ja? Aber das hat eigentlich nie geklappt. Ja. Ich erinnere mich nur dran, wenn du das gerade so fragst, komme ich auf einen Kollegen, den wir alle kennen und alle schätzen, Howard Carpendale, der mal sagte, Dieter, wenn meine neue Titel in die Hitparade kommt, in diese Scheißsendung, ich schwöre dir, es geht ab wie eine Rakete. Und er hatte Glück. Es ging ab wie eine Rakete. Es wurde ein Riesenhit. Und das war dann Tiamo oder Nee, Spuren? Das war Deine Spuren im Sand. Deine Spuren im Sand. In der Scheiß-Hitparade. In die Scheiß-Hitparade. Aber so schlecht war sie nicht, die Hitparade. Nein, das kann man nicht sagen. Die Leute haben ja Postkarten geschickt, um zu wählen. Ja. Ja? Wie viele Menschen haben da mitgemacht? Das ist ja ein Aufwand. Eine Postkarte kaufen, eine Briefmarke kaufen, draufkleben, schreiben, zum Briefkasten rennen. Das waren bis zu 30.000 Menschen, Wahnsinn. Die jede Woche oder jeden Monat dabei waren, diese Sendung zu sehen und dann zu wählen. Das war eine tolle Geschichte. 20 Millionen Zuschauer waren keine Seltenheit? Nee, das ist richtig. Das gibt es länger schon nicht mehr, um es mal vorsichtig zu sagen. Naja, bei dir schon. Nein. Ja, über das ganze Jahr zusammengerechnet. Jetzt machst du das. Nein, alles gut. Dieter, was für mich als junger Zuschauer, ich habe da ja vorm Fernseher gesessen und das hatte großes Suchtpotenzial, die Hitparade. Ich habe immer diese Autogrammadressen mir merken wollen, weil ich das so toll fand. Du auch, Thomas? Und dann wurde das, guck mal, dann wurde das eingeblendet. Dann wohnte zum Beispiel Gunter Gabriel, Wittelsbacher Straße 18, in Berlin 31, das Wilmersdorf gewesen, alte Postleitzahl. Dann kam nächste Künstler, das
das war der Frank Zander, wohnte auch Wittelsbach. Und da habe ich immer gedacht, was muss das für ein cooles Haus sein, dass die da alle wohnen. Hier, Roland Kaiser hat da auch gewohnt. Ja, Roland auch. Wittelsbacher Straße 18. Ich wollte, Sisi Catch auch, Wittelsbacher 18, später dazugezogen. Ich wollte in die Wittelsbacher Straße 18, das hat mich völlig verrückt gemacht. Ist die Anschrift der Plattenfirma, oder? Das Musikverlag. Ja. Gibt's heute nicht mehr, kann man sagen. Ja. Verkauft deswegen nicht eine Platte mehr. Ja, okay, gut. Dieter, es ist wahnsinnig schön, dass du hier bist. Bleib bitte einen guten Moment bei uns auf dem Sofa und genieß vielleicht einen Blick in die musikalischen 70er Jahre. Bin sicher, Thomas wird jetzt langsam nervös, weil jetzt wird's disco-mäßig, pop-mäßig und uns alle sollte nichts mehr halten. Die 70er Jahre musikalisch. Kannst du dich, weil wir feiern ja 40 Jahre Charts, kannst du dich an diese Listen erinnern, in den Plattenläden? Ja, die kenne ich noch. Gibt es die eigentlich überhaupt noch? Ich glaube, jetzt als 100, jetzt, hier sind immer nur 75 drauf, jetzt sind 100 drauf. Und vermutlich gibt es die digital. Aber so hingen die in den Plattenläden. Ja, erinnere ich immer, mich. Was war gerade? In rosa waren die Singles und die LPs in blau. In blau, ja, ganz genau. Und irgendeiner muss sich das ja mal ausgedacht haben, diese Charts. Und der Mann, der das erfunden hat, der ist heute Abend unser Gast. Wir begrüßen ihn gemeinsam mit einer großartigen Kollegin und Unterhalterin, Entertainerin hier aus dem ZDF. Sie ist die Chefgärtnerin unseres Hauses und er ist der Erfinder und Gründer von Media Control. Herzlich willkommen, Andrea Kiewel und Karl-Heinz Kögel. Danke, Uwe. Hier muss man aufpassen, gell? Entschuldigung. Chefgärtnerin ist schön. Hallo. Na, lieber Karl-Heinz, freue mich, wie es dir geht. Das hat er gar nicht gesehen. Rutscht einfach ein bisschen zusammen, ist ja für alle Platz. Ja, jetzt habe ich das erklärt. Einer hat sich das Ganze ausgedacht. Was ist denn die Geschichte von Media Control? Wie fing das an? Also wie kamt ihr auf die Idee zu sagen, wir müssen jetzt mal genau nachmessen, was der Musikgeschmack ist? Naja, Musikgeschmack nicht, sondern was verkauft wird. Mhm. Und ich war beim Radio früher. Und Als Moderator? Als Moderator und habe mich immer gewundert, wie Charts zustande kommen. Und bin dem nachgegangen, da sind Postkarten geschrieben worden. Wie in alten Zeiten, wie bei Dieter auch. Das heißt, ein Plattenladen hat dann gesagt, diese Woche am meisten verkauft war am zweitmeisten und beim dritten hört das Gedächtnis ja meistens schon auf. Und ich habe gedacht, die Digitalisierung kommt und wir haben Stück für Stück begonnen, an Computerkassen, die es ja dann zunehmend gab, Anschlüsse zu legen. Und am Anfang wolltet ihr erstmal herausfinden, was überhaupt im Radio gespielt wird. Ja. Heute würde man das Aircheck nennen oder sowas. Stimmt die Geschichte, dass ihr damals Radiogeräte in Gefängnisse verschenkt habt und die Insassen habt einfach mitschreiben lassen, was gelaufen ist? Ja, es war fast so. Es gab zur damaligen Zeit 120 Radiosender, die wichtig waren in Deutschland. Und es gab keinen zentralen Punkt, wo man alles hören konnte. Mhm. Also haben wir zum Beispiel in Norddeutschland die Jugendvollzugsanstalt in Lingen gefunden, weil wir dachten, wer da drin sitzt, hat 24 Stunden Zeit. Ja. Und die haben einen Tonbandgerät. Unangenehmerweise stimmte das. Die haben Tonbandgeräte aufgebaut und mussten nur alle 4 Stunden die Bänder wieder wechseln. Haben die Bänder dann zu uns geschickt und wir haben die dann abgehört und haben so ein Bild gehabt, welche Musik in welchem Radiosender lief. Betreutes Radio hören. Ja, das ist betreutes Radio hören. Und daraus sind so praktisch die ersten Listen dann später entstanden. Ja, damals war natürlich, was im Radio gespielt worden ist, ist verkauft worden. Mhm. Das hat sich heute ein bisschen geändert. Aber damals war Radio unendlich wichtig für den Schallplattenverkauf. Mittlerweile. Und Schallplattenverkauf wiederum, das ist auch heute noch so, ist der Tanz ums goldene Kalb. Wer drin ist, ist was. Und wer nicht drin ist, ist nichts. Ja, und mittlerweile macht das GfK Entertainment, ist die Firma, die auch Streaming-Dienste und was es heute so alles gibt, Downloads mitberechnet und insofern auch ganz ehrliche Charts sozusagen herausbringen kann. Was ist denn das liebste Lied aus 40 Jahren Musikgeschichte des Gründers von Media Control? Gibt es sowas wie einen größten Hit aller Zeiten oder irgendwas, was besonders ans Herz geht? Nee, ich habe heute Abend diese Lieder angeschaut. Und habe gedacht, bei jedem würde ich mitgehen. Also es fällt mir wirklich schwer. Und diese Auswahl heute Abend war so exzellent. Ja. Da hätte ich viele Lieblingslieder. Und es geht ja auch noch ganz schön weiter. Karl-Heinz Kögel, vielen herzlichen Dank. Andrea, du hörst ja von Berufswegen schon viel. Ja. Hättest du aus 4 Jahrzehnten irgendein Lied, von dem du sagst, das ist für mich so etwas, was gar nicht wegzudenken ist. Dancing Queen ist immer die richtige Antwort. Ja, Annette,
Thomas und mich verbindet insofern ein bisschen was bei ABBA und bei der Krankenhaus Blinddarm. 1978 wurde mir der Blinddarm entfernt und als Trostgeschenk bekam ich tatsächlich eine Best-of-ABBA-Album oder Schallplatte von Amiga. Ja? Ey, die war noch kostbarer als Bananen und Orangen. Die gab es offiziell gar nicht. Keine Ahnung, wie mein Vater das geschafft hat. Ich war danach sofort gesund. Sozusagen auf der anderen Seite. Nee, Amiga, also er muss sie irgendwo in Ostberlin bekommen haben. Ich bin bekennender ABBA-Fan, aber ich höre genauso Annette Louisanne. Ich höre Rap, Hip-Hop, gerne auf Deutsch. Bin mit Schlager groß geworden. Frag mich nach einem Mireille Mathieu-Lied. Ich singe dir alles vor. Das will keiner hören. Ja. Mireille Mathieu? Ah, oh, hinter den Kulissen von Paris. Aber bitte, Hammer. Bitte, legst du vor. Nein, Johannes. Auf diese Pferde lockst du mich. Wie ist das Leben noch einmal so süß? Das ist ja schon interessant, weil eine Zeit lang galt ja Deutsch singen jetzt nicht als besonders hip. Ja, aber merkwürdigerweise. Mittlerweile ist ja vielen Jahren so, dass eigentlich fast die schönsten Lieder. Oder wunderbar. Lieder. Ich mag auch wirklich diese Neuinterpretation von Hits, wie zum Beispiel Solange man Träume noch leben kann, was eben Annette gemacht hat. Hey, das ist, da merkst du, einen tollen Hit kannst du so oder so oder so singen, der bleibt ein toller Hit. Hast du Hitparade geguckt im Fernsehen damals sozusagen? Heimlich. Karl-Heinz, Media-Control-Gründer. Dieter Thomas Heck ist sicherlich der Mann, der den Begriff im Fernsehen am häufigsten genannt hat. Ja, weil das war ja immer ausgewählt von Media-Control. Ja. Wir haben Dieter unendlich viel zu verdanken. Danke, Dieter. Oh, ich bedanke mich. Danke. Das war jetzt im Namen der Firma. Ich persönlich auch. Ja. Lieber Dieter Thomas Heck, für uns ist das eine ganz große Freude, dass du bei uns bist, gewesen bist, darf ich an dieser Stelle sagen. So ein Stündchen hier im Fernsehen, das ist anstrengend genug. Es ist ein großer Moment. Du warst lange nicht im Fernsehen. Du hast gesehen, wie die Leute sich gefreut haben, dich wiederzusehen. Ja. Und ich bin ganz sicher, dass wir alle... Dieter. Danke, danke. Komm zu mir. Er hat auch noch so diese schmissige Stimme, toll. Ja. Dieses Jahr kommt ja erstmal noch ein kleiner Geburtstag. Ja. Und nächstes Jahr kommt ein großer Geburtstag. Das wäre dann tatsächlich der 80. Ja, da wollen wir noch nicht drüber reden, aber... Nein, aber der kommt ja. Der kommt. Na, das bin ich aber ganz sicher. Ja. Meine Damen und Herren, Musikgeschichte im ZDF. Dieter Thomas Heck. Danke. Danke, meine Augen. Danke. Ich nehme dich. Es ist ein bisschen, weil es dunkel ist. Danke. ...183 Mal hat es die Sendung gegeben. Übrigens, kleine Anekdote, völlig verrückt. Die erste gibt es noch als Band, aber dann, ich glaube, die Folgen 2 bis 17 oder 18 sind nicht mehr auffindbar, weil damals hat man gesagt, Videomaterial ist so teuer, das leisten wir uns gar nicht, das aufzuzeichnen, das senden wir einfach live. Die sind weg, die Folgen, das ist völlig unvorstellbar.